Big One in dafür recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Anonymous Clan Kanal. Heute seht ihr kein Nuketown im Hintergrund. Ja, ihr seht einfach eine Triple Nuklear auf der Map Breach von unserem Gameplayer-Spieler namens Senju. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Bro. Sorry, wenn nicht. Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Schaut bei dem vorbei. Ist einfach heftig. Ich meine, ich brauche da nicht viel zu sagen. Schaut euch das an, wie er die Gegner rasiert. Ist einfach abnormal. Und das Videoschnipsel, was ich davon bekommen habe, ist relativ kurz. Ja, sind ein bisschen über 4 Minuten. Deshalb werde ich mich jetzt kurz fassen, ja. Ich persönlich habe mit Black Ops 3 abgeschlossen, ja. Also mir gefällt es erstens nicht. Ich bin zweitens schlecht drin. Und ich habe auch nicht die Motivation, da versuchen, besser zu werden. Und ich habe es ab und zu gespielt, so aus Fun, mehr oder weniger. Aber da ich ziemlich versuchen, Gameplays oder Nuklear und das ist nicht so meine Sache. Ich bin so dieser typische Call of Duty Spieler, der auf die klassischen Sachen stehen, so wie viele andere auch, ja. Man hat gesehen, wie Infinity Warfare da bewertet worden ist, mit diesem Trailer da, und die meisten anderen wollen auch wieder was Klassisches sehen. Das Ding ist, ich freue mich einfach aufs Remake, ja, und das ist der Teil, worauf ich mich am meisten freue. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Freut ihr euch wirklich? Kauft ihr euch das Infinity Warfare? Kauft ihr euch beides? Oder sind die in einem Bundle sogar dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schaut mal in die Kommentare, ob das in einem Bundle dabei ist, ob es dieses Remake dazu gibt, oder muss man sich das separat kaufen? Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Wie dem auch sei, ich freue mich auf jeden Fall speziell auf dieses Remake. Da habe ich auch richtig Bock, was zu machen, wenn es gut ist, ja, wenn die nicht einfach irgendwas dahin gekackt haben, ja. Wenn es richtig gut ist, dann habe ich Bock, auf YouTube da wirklich was Geiles zu machen, fette Serien zu machen, Road to irgendwas, einfach fett Live-Commentaries und alles mögliche, um mich da richtig reinzusteigern in das Game, mir eine Woche Urlaub zu nehmen und das durchzusuchten und da die Levels zu grinden. Da freue ich mich abnormal drauf, aber die müssen es auch wirklich gut machen. Dieses Remake darf nicht einfach irgendwie schnell HD-Texturen irgendwie aufgefrischt, aufgebessert und da fertig, sondern da wünsche ich mir schon was Geiles, ja. Die müssen da schon was Geiles draus machen, sonst wird es wieder nicht hypen. Und für mich persönlich ist das jetzt die letzte Chance, ja. Wenn die jetzt verkacken, dann ist Call of Duty für mich gelaufen, ja. Persönlich spiele ich jetzt die ganze Zeit CSGO, ja. Das zeige ich nur nicht auf meinem Kanal. Und was spielt ihr so? Das würde mich jetzt einfach mal so interessieren, was spielt ihr jetzt momentan aktuell? Spielt ihr die ganze Zeit Black Ops 3? Gibt es noch andere Games, die ihr spielt? Oder spielt ihr sogar andere Shooter, Battlefield oder sowas ähnliches, ja? Würde mich interessieren, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ich lese mir alles durch. Und darüber hinaus, was gibt es noch zu sagen? Also ich habe bei der Visca Barca gibt euch die Chance Challenge mitgemacht, wenn ihr wollt. Mein Link ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall das Video ein bisschen pushen, würde mich freuen. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, also das Video ist für mich, ist es gelungen. Ich bin sehr zufrieden damit. Es gibt wenige Videos, wo ich mir wirklich von Anfang bis Ende angucke und sage, okay, da gibt es nichts anzumerken. Mit dem bin ich voll und ganz zufrieden, ja. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es reicht. Ich habe auch andere sehr gute Videos gesehen, also von dem her, ich gehöre vielleicht nicht zu den Schlechtesten, ich gehöre vielleicht zu den Besseren, hoffe ich mal, mit diesem Video. Aber ich glaube nicht, dass ich damit gewinnen kann. Aber es reicht mir schon, wenn er sich dieses Video ansieht und von Anfang bis Ende. Und das wird mir auf jeden Fall schon reichen, wenn er einen Kommentar da lässt. Und ja, wenn ihr interessiert seid, schaut auf jeden Fall vorbei, würde mich extrem freuen. Und denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, was ihr so aktuell an Games zockt. Und ich werde dann auf jeden Fall antworten. Ich antworte unter jedes Kommentar, was ihr diesbezüglich schreibt. Okay, ich würde sagen, meine Zeit ist so gut wie um. Checkt die Links ab und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.